Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frenbo. Ja, wir sind hier jetzt mal stehen geblieben. Und ich weiß, ich habe den Code jetzt schon gemacht. Aber ich kann leider nicht mehr für euch schauen, was der Code war. Aber ja, dann bestätigen wir einfach mal den Hebel. Betätigen wir den einfach mal. Und es kam eine schöne Musik. Oh. Ich dachte schon, es ist wieder ein Rätsel irgendwie. Oh gut, hier haben wir das Buch. Das muss das Buch des Zauberers sein. Ja. Ich komme nicht ran, so typisch. Aber es gibt immer etwas zum draufklettern. Vielleicht hier? Nein, da können wir nur reinschauen. Jetzt brauchen wir die Leiter. Entschuldigung, ich brauche die Leiter jetzt wirklich. Ich auch. Ja. Wie kriegen wir die Leiter? Warum stechen wir sie einfach ab? Ich stecke das Messer lieber weg. Ich möchte niemandem wehtun. Okay, dann... Ja. Vielleicht kommen wir damit. Okay, nein. Vielleicht kommen sie anmalen. Anzünden. Ja, wie kommen wir jetzt an die Leiter? Entschuldigung, ich brauche die Leiter jetzt wirklich. Ich auch. Was will die dafür nochmal, dass wir die Leiter kriegen? Ich glaube, die hat ja irgendwas gesagt, kann das sein? Ich glaube, die sucht irgendein Buch. Und wenn wir es für sie finden, vielleicht gibt sie uns das dann. Ich habe keine Ahnung. Ja, reden wir mal nochmal mit ihnen. Ich lese dieses Buch über den Hasen zum Abendessen. Möchtest du mal gucken? Ja. Ja, natürlich. Ja, das kennen wir ja schon. Mit den Hasen. Oh, was für ein schönes Buch. Ja, jetzt möchte ich gerne weiterlesen, bitte. Natürlich. Okay. Guten Tag. Viel Spaß beim Buchlesen. Oh, vielen Dank, Liebes. Ja. Vielleicht wenn wir das Wetter ändern. Okay. Ah ja, weil da ist ja die Bücherei eigentlich geschlossen, deswegen ist da dann niemand. So. Das ist sehr gruselig, aber gut, jetzt haben wir das Buch. Entschuldigung, ich brauche das Buch. Hehehe. Ja, wir haben das Buch des Zauberers. Dann können wir hier jetzt abdampfen. So, auf zum Zauberer zurückkehren. Der Zauberer war, glaube ich, hier lang. Ja, hier. Hier ist der Zauberer schon. Gut, einmal wieder in den Winter wechseln. Guten Tag, Herr Zauberer. Ich habe das Buch. So, hier, das Buch. Hier ist Ihr Buch. Es war in der Musikbox. Ich habe die Puppe gesehen. Hey, das ist das Itward-Schloss. Das klingt nach Spaß. Danke für das Buch. Jetzt erinnere ich mich an viele Dinge. Viele, viele Dinge. Und was jetzt? Es sind noch zwei Dinge auf dem Stern. Ja, Fisch im Wasser. Was müssen wir jetzt für dich besorgen, Mr. Zauberer? Fisch, freischwimmender Fisch. Geh zurück, kleiner Fisch, geh nach Hause. Simsalabim. Oh, sie haben den Fisch aufgeweckt. Ja, weil ich mich erinnert habe, wie es geht. Ist es nicht wunderschön? Das ist magisch. Können Sie das auch mit anderen Wesen machen? Die Menschen? Wie Menschen? Natürlich. Aber nur, wenn die Umstände gut sind. Aber die Umstände sind oft nicht positiv. Ich verstehe. Also, wir müssen die fehlenden Steine finden, ja?
Der Fisch hat mir gesagt, dass meine Schuhe an den Füßen ein toller Tänzer sind. Weißt du, wo der Tänzer sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich werde rumgehen und den Tänzer suchen. Den Tänzer. Welchen Tänzer? Jetzt müssen wir, dieses Mal müssen wir rumsuchen und irgendwas suchen und irgendwas finden. Oder jemanden finden. Wir müssen einen Tänzer finden. Ich wechsle erstmal das Wetter. So, ja, wir müssen einen Tänzer finden. Wer ist ein Tänzer? Wo ist ein Tänzer? Ich habe keine Ahnung. Tänzer, wo bist denn du? Ja, ich habe keine Ahnung, wo der Tänzer ist. Ich aber geschwind nochmal zum Zauberer, guck, ob er vielleicht noch mehr Informationen hat oder sowas. Zack. Huch, ich wollte eigentlich hier hoch. So. Kannst du uns nicht sagen, wo der Tänzer ist? Ich habe kein Ticket, um an die Bar zu gehen. Du hast dein Ticket nicht? Das ist seltsam. Also müssen wir in die Bar für den Tänzer. Komm nicht rein. Ich weiß nicht, was ich tun soll, um reinzukommen. Der Tänzer muss drin sein. Du musst herausfinden, was zu tun ist. Ich kann es dir nicht sagen. Okay, ich schaue, was ich tun kann. Tschüss. Oh, das war's. Ein Augenblick. Nochmal schön was schauen. Okay, vielleicht kannst du mir vielleicht ausleihen. Kann ich ihr Ticket ausleihen? Mein Ticket gehört mir. Ich kann es nicht verleihen. Und dann gehen sie selbst in die Bar und nehmen sie die Schuhe von den Tänzer. Oh, ich kann nicht. Ich betreibe Hasenwissenschaft und ich bin nah an die Antwort. Außerdem weiß ich, dass du es kannst. Du hast schon sehr schwere Aufgaben hinter dir. Okay, ich schau, was ich tun kann. Tschüss. Oh Mann, wir müssen jetzt irgendwie in die Bar kommen. Falsch. Die Bar war da. Irgendwo da. Hier. Oh, ja. Zack. Zack. Gut, wie komme ich da jetzt rein? Hallo nochmals, hast du dein besonderes Ticket gefunden? Die Show fängt gleich an. Die Wache sagt mir, dass ich ein Ticket brauche, um reinzukommen. Hier schlitz ihn einfach auf. Ich stecke an mein Messer, wenn mich niemanden wehtun. Ich bin nicht clever genug, ich muss eine andere Lösung finden, okay. Nein. Kann vielleicht irgendwas kombinieren, ich denke nicht. Das ist ja gut. Wie kann ich da reinkommen? Weiß vielleicht Mr. Midnight was? Cassie fragt mich, warum, wie um alles in der Welt bekommen wir die Schuhe des Tänzers? Hier ist irgendwie, ja, finden wir schon raus. Gehen wir in die Bar und schauen, ob die Show schon angefangen ist. Ja, wir kommen dann ja nicht rein. Die Musik ist so laut, wie meine Neugier. Vielleicht können wir ihm Wachsmalstift geben. Kann ich nicht tun. So ist es verschlossen, kann ich vielleicht so irgendwo rein. Und ich frage mich, was das ist. Ja, eine Bar. Ja, so scheinen wir auch nicht reinzukommen. Das ist blöd. So bestimmt auch nicht. Hallo nochmal, hast du ein besonderes Ticket gefunden? Die Show fängt gleich an. Nein, ich habe kein besonderes Ticket gefunden. Da steht bestimmt was Wichtiges drauf. Sowas wie die Party fängt gleich an oder so. Oder vielleicht die Preise der Getränke. Ja. Ist ja super. Aber wie zur Hölle sollen wir das jetzt hinkriegen? Steht hier irgendwas Neues drauf? Die Schwerkraft sammelt Teilchen, um neue zu erschaffen. Sie ist eine kreative Kraft und mit Kreativität ist Evolution unausweichlich.
Also, ich glaube, das kenne ich schon. Was ist das? Die Zeichnung da links sieht aus wie eine Antenne. Nein, jemand hat den Rest des Buches rausgerissen. Ich werde nie erfahren, was mit Mr. Leon geschehen ist. Ja, vielleicht hilft uns aber die Zeichnung irgendwie. Ich habe keine Ahnung, was für eine Zeichnung ist. Mann, vielleicht brauchen wir das jetzt irgendwie. Das ist echt blöd. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir da jetzt reinkommen können. Aber wisst ihr was, ich, ja, ich komme gleich wieder, ich schaue geschwind, ja, was wir tun können, denn das ist hier echt nervig. Dann, ja, sehen wir uns gleich. Ja, ja, wir kommen zurück und zwar, ja, hier war ein Loch. Und da können wir dann wahrscheinlich mit Mr. Midnight rein. Komm schon, geh rein und vergiss nicht, ich brauche ein Ticket, um reinzukommen. Von daher, vielleicht kannst du eins von jemandem wegnehmen. Aber ich will nicht stehlen. Wir leihen es uns nur, Kätzchen. Wir geben es später zurück, okay? Hm, okay. Zack, jetzt können wir wieder Mr. Midnight spielen und es sieht ja sehr schick aus hier. Da meinte... ein Ticket. Ist ein Ticket, das kann ich gerade nicht nehmen, es wird benutzt. Okay, schauen wir uns erstmal hier um, da haben wir ein Klavier. Oh, das ist gruselig, riesige Flühe. Nein, danke. So, was haben wir? Die Zuschauer warten auf die Vorführung. Hallo, kann ich mir bitte dein Ticket ausleihen? Mein Ticket ist verschwunden. Oh nein, ich benutze es als X-Untersetzer. Ah, diese Limonade ist sehr gut. Hm, aber warum? Warum? Du hast einen Tisch, auf den du das Glas abstellen kannst. Ah, mir gefallen die Geräusche nicht. Dass das Higgs-Glas auf dem Tisch macht. Verstehe, und du magst die Limonade sehr gut, stimmt's? Ja, Higgs. Ach, ich trinke sie, weil ich sehr Higgs erfrischend ist. Ja, ich hoffe, ich mache das Higgs-Geräusch richtig. Weil es ist, glaube ich, ein Schluck auf oder sowas. Nun, wenn du mich entschuldigst, ich möchte der Higgs Musik zuhören. Okay. Oh, natürlich. Auf Wiedersehen. Okay. Können wir mit denen reden? Nein. Aber mit ihnen können wir reden. Nein, die Zuschauer warten auf die Vorführung. Eine Motte, die habe ich früher gegessen, aber jetzt... Die habe ich früher gegessen, aber jetzt nicht. Das ist der Tänzer. Ah, nimm die Stiefel. Ah, das ist, okay. Das ist der Barkeeper, er arbeitet. Das ist doch auch der bei der Zitronen. Der Marienkäfer ist das Kleinste, was ich hier gesehen habe. Aber wir können auch die Tasche benutzen. Die Zuschauer warten auf die Vorführung. Und wenn du mich entschuldigen möchte ich ja zuhören. Hm. Oh, da tanzt er. So. So habe ich es mir vorgestellt. Ich glaube, das Ticket ist... das ist ein Ticket. Das sollte ich mitnehmen. Ja. So, okay. Dann einmal wieder raus. Ich habe das Ticket, ich habe es. Du bist super toll, Kätzchen. Ich liebe dich so sehr. Jetzt kommen wir rein. Aber gut, ich glaube, ich muss eher irgendwas kombinieren. Nein, ich muss, kombinieren. So. Ticket, Friend, Kätzchen. Könnten auf die Party. Okay, kommen wir damit jetzt rein. Hier, ich habe ein Ticket.
Schauen Sie mal, ich glaube, das ist mein eigenes Ticket. Hm, okay, verstehe. Aber du hast... Und die hast du selbst gemacht. Ja, ich dachte, das sollte ich. Ich war nicht eingeladen. Da habe ich mich selbst eingeladen. Sehr clever, junge Dame. Nun, ich denke, ich kann dich reinlassen. Genieß die Show. Vielen Dank. Ui, jetzt sind wir drin. In die Super Party. Ja, erstmal Bier leer kaufen. Hallo. Oh, hallo, du bist gekommen. Wie schön. Genießt du die Show? Ja, sehr, aber ich brauche die Schuhe des Tänzers und ich weiß nicht wie. Aha, du tanzt also gerne. Es ist ein sehr guter Tänzer. Hab ihn noch nie scheitern gesehen. Hm, ist er sowas wie der beste Tänzer der Welt? Der Welt, ich würde sagen, das Universum. Er folgt immer den Rhythmus. Verstehe. Nun, danke. Ich muss los. Tschüss. Okay, können wir denen vielleicht sein Ticket wiedergeben? Hier ist ein Ticket. Tut mir leid, aber ich habe es genau und wollte es zurückgeben. Oh mein Gott, du bist sehr nett. Danke dir. Vielen Dank. Haben wir doch gerne gemacht. Errungenschaft freigeschaltet. Der Kind hier. Der Kind Thief. Der Kind Thief. Okay. Super. Ich möchte gerne deine Schuhe haben. Hallo, Entschuldigung, ich brauche deine Schuhe. Während der Tanz und eine Vorführung macht, fragen wir ihn nach seinen Schuhe. Okay. Warum antwortest du mir nicht, bitte? Ich glaube, er ist sehr konzentriert. Ah. Okay. Die Bar ist sehr leer. Also ja. Vielleicht finden wir so die Schuhe. Oh, eine Valokas-Maske. Die sieht alt aus. Wart. Oh, das ist ein Thermometer. Wahrscheinlich muss ich das bis ganz oben hinkriegen. Ja, ich glaube, ich muss es bis ganz oben hinkriegen. Jawohl. Wir haben es bis ganz oben. Ah, das ist kein echtes Klavier, nur ein Schild. Oder heißt es Metrometer? Ja, jetzt haben wir es. Bis ganz oben. Das verstehe ich irgendwie gerade nicht. Müssen wir es doch nicht bis ganz oben. Egal, lassen wir das erstmal. So, die Schuhe haben wir hier, glaube ich, nirgends. Mal so. So, kommen wir denn irgendwie an seine Schuhe? Hallo Tänzer, ich brauche dringend deine Schuhe. Und warum ist das so? Die Schuhe gehören dem Tänzer. Ich bin ein Tänzer und ich brauche sie, um mit dem Zauberer zu tanzen. Oh, tut mir leid. Was hast du gesagt? Will deine Schuhe! Ich will deine Schuhe! Du willst was? Ein bisschen Limonade? Du wirkst etwas angespannt. Nein, ich will keine Limonade. Wo hast du die Schuhe her? Hm, du solltest ein bisschen Limonade trinken. Zumindest den Durst loszuwerden. Lass mich erklären, ich brauche deine Schuhe. Der Zauberer braucht sie. Oh, aber das ist unmöglich. Ich kann dir nicht meine Schuhe geben. Der einzige Weg, an meine Schuhe zu kommen, ist, sie mir wegzunehmen. Und wie du siehst, stehe ich auf ihn. Das ist also unmöglich. Aber wenn du deine Füße heben könntest, wenn du deine Füße hebst, kann ich sie nehmen. Hm, das geht nicht. Nur an dem Tag, wenn meine Füße gehen, Himmel gestreckt sind. Wahrscheinlich in den Himmel gestreckt sind. Nun dann können mir meine Schuhe genommen werden. Ansonsten stehe ich für immer. Hm, verstehe. Naja, danke, tschüss. Da tanzt er. Sind die vielleicht hier irgendwo? Die Schuhe. In den Vorhang oder so können wir nicht gehen. Was hat es damit auf sich?
So, jetzt ist wieder ganz oben. Oh, das ist ein Thermometer. Oder heißt es Metrometer? Ah, jetzt erinnere ich mich. Metrognom. Metrognom. Okay, ein Metrognom. Ja, was könnten wir denn hier machen? Das nervt mich gerade. Ja, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie wir an die Schuhe des Tänzers kommen. Aber ich würde sagen, ich beende hier erst einmal die Folge. Und ja, dann sehen wir uns. Ja, ich würde mich selber eine positive Bewertung freuen über einen Kommentar und ein Abo. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.